Der erste Wurf war der, der eigentlich am wenigsten jetzt vom Schmerzfaktor her weht hat, weil ich ja da aus dem Warm-up gekommen bin. Es war also relativ warm und da ging das alles. Erst mit diesen Würfen 4, 5 und 6 war es dann sehr schlimm, also auch nicht so leicht zu ertragen, aber letzten Endes interessiert es ja eh keinen, wie es gelaufen ist. Wenn du gewonnen hast, dann denkt sich sowieso jeder, da war nichts. Ja, und mit dem ersten Wurf, das war natürlich taktisch sehr, sehr wichtig. Ich habe mich auch wirklich schon 24 Stunden vorher darauf vorbereitet, im ersten Wurf wirklich Risiko zu gehen und den auch zu treffen, weil das war auch meine einzige Chance, in dem Sinne den Leuten so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und das habe ich schon 24 Stunden vorher so ein bisschen fokussiert, damit das auch klappt. Ja, das war halt so extrem erlösend, weil es halt eine super lange und harte Durststrecke war, die letzten 7 Wochen. Und in Berlin war das natürlich so mit den, ja, es sind natürlich Heimatgefühle dabei. Du hast das Publikum im Rücken, das war hier ganz anders. Und ich würde es auch emotional wirklich auf ganz zwei verschiedenen Ebenen ansetzen. Das eine war so ein bisschen einfach der Rausch und das war hier einfach eine große Art von Erlösung. Und also der Trainerwechsel war sehr, sehr wichtig für mich. Der hat mich absolut nach vorne gebracht. Und wir haben viel gearbeitet, wir haben hart gearbeitet. Ich habe irgendwie viel gelitten in der Zeit unter ihm. Also er hat mich schon das Quälen gelernt. Und ich glaube einfach dadurch, dass er kurz vor den deutschen Meisterschaften dann mit einem Herzinfarkt sich mal kurzzeitig abgemeldet hat, das hat mir noch so eine zusätzliche Nervenstärke gegeben, dass ich genau wusste, okay, ich kann es hier auch alleine und ohne ihn. Und ich bin Jörn Elberding einfach dankbar, dass er mich betreut hat, dass er den Job übernommen hat und den hat er gut gemacht. Ich würde nicht immer auf die Taktik setzen, nur einfach weit zu werfen, sondern versucht dann nächstes Jahr auch vorne raus wieder oder auch bessere Leistungen zu erzielen. Für mich war es hier wirklich ein Auf und Ab. Ich glaube, so ein Wechselbad der Gefühle hatte ich noch nie in einem Siebenkampf und das erst recht nicht beim Höhepunkt. Ja, also ich hätte mir nach dem ersten Tag niemals erträumen lassen, hier noch eine Medaille zu gewinnen. Aber es zeigt immer wieder, im Mehrkampf ist alles möglich und erst nach 7 Disziplinen wird abgerechnet.